Nun bin ich ja echt gespannt. Also jetzt sind wir hier zwischen den Bananenfeldern gelandet. Da drüben ist ein dreistöckiges Haus an der Straße. Da muss man einbiegen. Da vorne ist ein Verkehrsschild, die Einbahnstraße, ne? Hier Einfahrtsverbot. Aber genau da muss man rein. Und dann steht man hier so. Ne? Und so Autos zumachen. Und jetzt gehen wir mal runter. Bidi Beach. Jetzt hier so ein Pfad an der Plantage lang. Also Bidi Beach soll ein echter Geheimtipp sein. Super Strand und schöne Beachbar. Jetzt kurz hier vom Strand ist sogar ein Taxischild, ne? Und man sieht Gazi Pascha, ne? Also wir sind hier in Gazi Pascha, ne? Hier nicht weit weg vom hier Club Barco Bianco und hier in der Nähe vom hier Burgberg. Und man geht immer weiter durch Bananenplantagen. So, jetzt sind wir wohl da. Und dann schauen wir mal, wie das ist am Strand. Lassen wir uns überraschen. Oh, hier ist jetzt hier drinnen, die Beachbar. Sieht erstmal klasse aus. Ah, so dicht dran ist das hier am Burgberg. Ist auf den Fotos das gar nicht so zu sehen. Und ich habe nochmal nachgefragt. Also wenn man jetzt hier isst und trinkt in der Beachbar, dann ist die Nutzung hier der Liegen hier frei. Also, ja, jetzt machen wir ein bisschen Rundumblick. Ne? Also man sieht hier, man kann hier auch gut reingehen ins Wasser. Also zum Baden ist einmal frei. Und da, soweit man gucken kann, hier am Strand keine Leute. Ne? Da ganz hinten sind Leute. Da hinten ist hier Club Barco Bianco. Ne? Da sind Duschen und Umkleidekabinen. Sehen Sie ja? Diese Berge? Ja. Und hier ist jetzt hier die Beachbar. Ne? Alles schön in Palmen und so. Richtig schön romantisch. Top. Ah, hier Tanja und Tatjana, die waren jetzt duschen. Da vorne sind Duschen und Umkleideräume. Ne? Wir waren jetzt hier gut. Hier war eine Dreiviertelstunde waren wir im Wasser. Baden. Das ist temperaturmäßig so schön, so herrlich. Fantastisch. Ne? Aber hier geht auch gleich steil rein ins Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das Wasser ist da ziemlich klar. Wenn jetzt die Brandung reinkommt, dann geht es gleich steil runter. Also man ist dann gleich hier ziemlich tief drin und man braucht gar nicht weit weg. Und dann hier ist das schön hier. Also das ist ein richtiges Kleinod. Galina sagt ja hier, das ist so vom Flair her, so wie jetzt hier Thailand und Vietnam, da ist das auch so vom Flair, ne? Ich war noch nicht in Thailand, war auch noch nicht in Vietnam, ich kann dazu nichts sagen, aber einfach super. Ne? Also die Wassertemperaturen, die sind hier richtig, 26 Grad hat das Wasser bestimmt mindestens, ne? Und herrlich. Man muss nur aufpassen ein bisschen mit der Strömung. Und dann, wenn man darauf achtet, das ist ein richtiger Hochgenuss, das Baden hier. Ne? Macht einfach Spaß. Richtig schön. Tja, jetzt ist langsam Mittagszeit und die brauchen wir auch ein bisschen, bis das Essen fertig ist. Ne? Mal schon mal hier hinsetzen. Da die Katze unter dem Stuhl. Ne? Die pennt, macht Mittagspause. Und dann hat man hier so beim Essen den Blick hier. Ne? Ist das schön? Herrlich. Ja, jetzt haben wir viermal Fisch bestellt. Dann mal sehen, wie der Fisch wird. Aber Dorade, ne? Chopra, ne? Das ist eigentlich ein schöner Fisch. Der schmeckt gut. Und ist schon nicht schlecht hier. Mensch, wenn man hier so sieht. Vorhin war ja alles voll mit Leuten, die hier gegessen haben. Ne? Das ist eine schön, schöne Sache hier. Gefällt mir. Also ich muss doch noch mal nach Thailand Urlaub machen. Aber zur Zeit kommt man ja nur rein, wenn man doppelt geimpft ist. Naja, warte ich noch ein bisschen.
So, Brot ist schon da, Tee ist schon da, Ayran ist da, Wasser ist da. Ich habe meinen Tee schon ausgetrunken. Und ja, die anderen sind noch ein bisschen Fotos machen. Oh, ne? Ach, das ist schon nicht schlecht hier. Oh, der Fisch, ja, unser Essen klar. Kommt. Guck mal, sieht das. Sieht doch klasse aus, sieht doch gut aus. Da kommen die anderen Fische. Oh, sieht doch klasse aus. Sam sie Regisseur. Von. So, jetzt hatten wir gegessen und der Fisch war sowas von super. Richtig klasse gewürzt auch, gut gegrillt. Und auch der Salat war ganz große Klasse, auch gut gewürzt. Und jetzt haben wir noch ein bisschen gesessen, ein bisschen gequatscht. Und jetzt geht es nochmal ab, rein baden. Jetzt waren wir nochmal ein bisschen baden. Ich war unter der Dusche, beim ersten Mal war ich noch nicht unter der Dusche. Aber jetzt, Dusche ist auch herrlich, das läuft ja unter dem Sand die Leitung. Und nicht kalt, nicht eisekalt, ist angenehm warm die Dusche, ne, hier. Und also dieser Platz hier ist wirklich ein Kleinod, also ist wirklich ein Geheimtipp, hätte ich mal gesagt, und richtig tüffig. Also von diesen kleinen Oden, ne, diese kleinen hier Ecken, wo man richtig Spaß haben kann, wo man richtig hier relaxen kann, und gibt es hier in der Türkei so viel, auch hier in der Gebiet hier von Alanya Antalya, ne? Ja, man muss nur wissen, ne, wo was ist. Aber richtig tüffig hier. Richtig ganz große Klasse. Ja, die Katze da. Die liegt da und schläft. Hauptsache nicht, dass einer sich da hinlegt und mitkriegt, dass die Katze so weit ist und das runterklappt. Ne? Dann ist er aber eingeklemmt. Tja, Leute, das war's nochmal für heute. Oh, Froschmalz. Habe ich in letzter Zeit öfter. Seit der Erkältung da nach Deutschland. Ne? Also, falls euch das gefallen hat, ihr. Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ich finde das ja immer wieder schön, so wenn man so sieht, hier jetzt den Kontrast, ne, mit den Bergen und dann hier das Meer. Ne. Einfach schön. Ja, wir suchen hier Afrikan-Magazin und hier Wolga-Geschäft, also Afrika-Geschäft, Wolga-Geschäft, soll hier irgendwo sein. Tatjana fragt mal nach. Ich habe doch gesehen im hier Google Map, hier African Market und hier Wolga Market. Da dachte ich mir so, da gehst du mal gucken, African Market, ob da was, wirklich was mit Afrika ist. Und Wolga Market, ob das wirklich was mit Russischen zu tun hat. Ne? Mal schauen wir mal. Ja, das ist so ein kleiner türkischer Markt. Ne? Normale.